Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir müssen mit Dagmara sprechen. Beziehungsweise in Rolnica müssen wir. Ach genau, ich wollte jetzt über Rolnica, Branica, noch Gostovia. Ja, genau. So war der Plan. Gostovia müssen mit Dagmara reden. Aber vorerst gehen wir mal noch die anderen zwei Orte ab. Schauen wir mal, ob wir unterwegs wieder irgendwelchen Banditen begegnen. Bis jetzt. Oh, da fehlen zwei Sachen. Gucken wir nachher. Ich will jetzt nur hier gerade mal an der Stelle vor allen Dingen auch mit den Bären vorbei. Genau dem da. So. Hier noch die Wölfe. Weil die sind erst da unten, da kann ich mal in Ruhe gucken hier. Man passiert eh nichts, wenn man... Fehlen da jetzt zwei Sachen. Okay, Leinsamen sind sie mit durch. Aber Mohnsamen könnten sie dann auch anfangen. Ja, Weizen müsste auch nachher irgendwann kommen. Müsste eigentlich geerntet werden bei Zeiten. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht am Ende meiner Puste bin. Gehen wir mal hier lang, dass wir möglichen Wölfen direkt aus dem Weg gehen. So, wir müssen in die Richtung, glaube ich. Genau, dann können wir nämlich durch Denika eigentlich durch. Nach Rolnica. Oder wir gehen den Weg. Der ist vielleicht auch nicht uninteressant. Aber wir gehen jetzt durch Denika durch. Sind wir die Jahreszeit auch noch nicht lang gelaufen. War jetzt das letzte Mal im Sommer. Denika. Ja, nicht wundern, dass ich immer noch so ein bisschen heiser, meine Klinge. Stimme ist immer noch so ein bisschen belegt, aber ansonsten bin ich eigentlich fit. Weitestgehend. Werde jeden Tag ein bisschen fitter.
von dem her denke ich, hoffentlich legt sich das mit der Stimme auch bald. Und ich denke mal, dass ich dann nächstes Wochenende auch, oder jetzt das kommende Wochenende auch wieder fit genug bin, mal ein paar mehr Spiele wieder aufzunehmen. Ne, da müssen wir lang. Hier müssen wir lang. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass sie das Weizenfeld nicht oder noch nicht geerntet haben. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich muss gerade mal gucken, was die Leute da machen. Feld 16. Ja, Weizen ist gesät und Weizen ist erntereif. Da sind die überall schon noch am Einsehen. Ja, okay, da sind sie aber noch nicht dran, ne? Aber gut, irgendwann wird dann die Eins da oben auch mal verschwinden. Zur Not müssen wir selber Hand anlegen. Man, die haben jetzt natürlich gerade im Herbst extrem viel zu tun, weil da gehen sie wirklich an fast jedes Feld. Dass sie das einsäen, ernten, düngen. Da haben sie schon ordentlich zu tun. Wie sieht es hier aus mit Banditen? Keine da. Umso besser. Ja, dann können wir ja in Rolnica jetzt mal gucken, was es dort gibt. Ich vermute, dass wir eh nochmal herlaufen müssen. Dann können wir immer noch den anderen Weg gehen. Oh. Sichel. Weizen. Mehl. Ja. Sagen wir nicht nein, ne? Da sagen wir nicht nein. Jetzt haben sie Weizen. Ja, sie haben angefangen, Weizen zu ernten. So, wo ist denn hier die Quest? Berthold, kann ich dir aber etwas helfen, mein Lieber? Du bist hungrig. Okay, kümmern wir uns drum. Was hätte er denn gerne? 12 Eier. Okay, die habe ich nicht dabei. Kriegen wir auch nicht so schnell. Dann war Tutki war... Ne, Branika war da der Nächste, aber wir gehen über Tutki. Nehmen wir den direkten Weg. Oh, ein bisschen Wegwarte kann man natürlich auch noch mitnehmen. Wenn die hier schon so einladend rumsteht. So, wenn wir den Weg hier nehmen, dann haben wir auch gleich gebadet.
Hier jetzt noch nicht, aber bei dem anderen Ding hier. So. Ein Laubhaufen. Vier Stöcke, ja. Vier Stöcke sind vier Stöcke, ne? Können wir gleich über Custovia heimgehen. Dann müssen wir hier nochmal 12 Eier abliefern. Schon. Ich meine, wir haben, glaube ich, über 1000. Von dem her kein Problem. So. Hi, Lubomira. Entschuldigung. Kann ich dir bei etwas helfen? Nein, ich bin kein Kunde. Gut, machen wir die E. Mit wem müssen wir denn da reden? Rosalinda, ich glaube, das ist doch meine Frau, ne? Liegt auf dem Weg. Müssen wir eh hin. Mit ihr können wir dann ja immer noch wieder reden. Konkurrentin ist in der Regel immer auf Versöhnung gestimmt. Nur wie es dann halt nachher wieder mit der Questgeberin aussieht. Die ist nicht immer versöhnlich. So. Gehen wir hier lang. Und dann können wir morgen quasi den Weg nochmal auf anderen Wegen zurücklaufen. Vielleicht finden wir ja dann noch das ein oder andere Banditenlager. Jetzt haben wir noch nicht ganz viele gesehen, ne? Aber gut, das kann sich schnell ändern. Das kann sich ganz schnell ändern. Nicht, ob hier auch manchmal Banditen sein können. Sag ich dann nur.
jetzt liefern wir jedenfalls erstmal die Stiefel ab. Dann haben wir die Quest nämlich durch. Und dann denke ich, machen wir dieses Stickdich. Und dann müssen wir, wenn ich es richtig sehe, mit meiner Frau reden. Die können wir ja noch recht versöhnlich einreden und dann schauen wir mal, wie es halt. Hey Dagmara. So, die Stiefel, die du wolltest. Danke dir vielmals. Kein Problem. So, abliefern an Rosalinda. Das müsste bei uns sein, genau. Das ist bei uns. Ja, groß sammeln können wir nichts, ne? Außer stehen hier mal irgendwo ein paar Pilze rum. Ansonsten haben wir gar nichts mehr. Im Herbst, aber von den Riesenschirmlingen war eigentlich immer mehr als genug, ne? Vielleicht ernten wir nachher noch den Weizen. Oh, das Handelsware ausgegangen. Kein Fischfilet mehr. Okay. Okay. War da so viel im Verbrauch? Klingt immer so klagend, der Elch. Der klingt immer so klagend. Ja, dann packen wir gleich die 12 Eier noch ein. Dann können wir die nämlich am morgigen Tag abliefern. Dann haben wir das auch erledigt. Wie gesagt, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen das Weizenfeld ernten. Dass dann mal die Scheune da auch glücklich ist. Zwölf Eier und mit Schatzi reden. Jetzt muss ich erst mit Schatzi reden, dann die 12 Eier.
Hi, meine Liebe. Eine Näherin aus dem Nachbardorf hat mich gebeten, hierher zu kommen. Was möchte sie? Ist das ein Trick? Ich bin mir nicht sicher, was zwischen euch beiden ist, aber ich denke, es wird höchste Zeit, das Kriegsbeil zu begraben. Was? Ich? Nun, vielleicht hast du recht. Unsere Rivalität hat lang genug gedauert. Weißt du was? Nimm das hier. Ich habe das gerade gemacht und zeige es dir. Sagen wir, es ist mein Friedensangebot. Machen wir. Machen wir doch prompt. So, dann können wir jetzt gerade noch die 12 Eier einpacken, dann noch da eine Sense holen. Und dann kümmern wir uns mal um das Weizenfeld. Ei. Ei, ei, ei. 12 waren das, glaube ich. Oder? Jupp, 12. So, dann brauchen wir eine Sense. Nehmen wir mal 2. So, das Erz haben wir unterwegs gefunden, genau. So. Strohhut. Sense können wir noch ausrüsten. So, dann kümmern wir uns mal um den Weizen. Das wird eingesät, sehr gut. Da ist gesät. Nur das Weizenfeld, da gehen sie noch nicht ran. Aber ja, die haben halt ihre Reihenfolge, ne? Können wir aber ja ein bisschen unterstützen. Ich glaube, wir ernten sogar eh ein bisschen mehr. Oder haben die Chance, dass wir mehr ernten. Ach doch, die haben angefangen. Haben angefangen. Gleich noch was essen. Noch hin. Wir tragen zu viel. Ja, kriegen. Wir haben es nicht weit gleich.
auch eine ordentliche Reichweite, so eine Sense. Kein Vergleich, wenn man mit einer Sichel dagegen arbeitet. Und wir sind schmutzig. So, einmal haben wir zwei Eisensensen und dann habe ich Weizen. So, und die Scheune müsste jetzt Haferkorn und Weizenkorn herstellen können. Und wir wollen was essen. Da war ja noch was. Nee, keine Eier. Keine Eier. Die brauchen wir anderweitig. Ist ja noch spät genug, dann können wir ins Bettchen gehen. Noch kurz waschen. So, ein Ründchen waschen. Dreckig ins Bett legen, macht man ja nicht. So. Und gute Nacht. So, guten Morgen, meine Liebe. Wie steht's um unser kleines Königreich? Alles scheint problemlos zu laufen. Das ist gut. So, wir gehen dann. Haben nur die zwei Quests jetzt, ne? Üppiges Essen, genau, die Eier haben wir. Und stick dich. Gut. Dann gehe ich jetzt über Borowo. Nehmen wir den Weg. Und ja, gehen dann nach Branica und dort aber nicht über Tutki, sondern dann gehe ich dann quasi direkt Richtung Fluss. Ja, das ist aus der letzten Jahreszeit. Gehen dann direkt Richtung Fluss und dann noch ein bisschen am Fluss entlang Rolnica und dann hinten über Cheserica wieder zurück. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Decken wir nochmal wieder ein paar Bereiche ab, die wir bis jetzt im Herbst noch nicht lang gelaufen sind. Vielleicht können wir ja noch das ein oder andere Räuberlager plündern. Und wenn nicht, ist auch nicht verkehrt. Haben wir einen schönen Spaziergang gemacht. Da sind schon ein paar schlimme Finger. Wo sind sie denn? Da. Aua. Das Gemeine ist, dass die auch meistens Bogenschützen haben. Aua. Ups. Kann ja zum Glück nicht allzu lange her sein. Dadurch, dass wir ja übernachtet haben. Da habe ich nicht auf meine Gesundheit aufgepasst.
blöd gelaufen. So. Ich habe noch nicht mit dir geredet. Wie steht's um unser kleines Königreich? Alles scheint gut zu laufen. So. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Ich sehe gerade, aber die halbe Stunde ist um. Den seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.